Ja, also mein Name ist Rüdiger Lenz. Ich bin in die Friedensbewegung gekommen, weil ich das Nichtkampfprinzip entwickelt habe. Das Nichtkampfprinzip ist ein ganzheitliches Prinzip, Menschen in den Frieden zu führen. Angefangen habe ich im sogenannten Knast, also in der JA Hameln habe ich damit angefangen, bin mit Michael Heilemann im Anti-Aggressivitätstraining gewesen und habe mit Thomas Ramm damals, das war der Nachfolger von Michael Heilemann, der ist bei ihm ausgebildet gewesen, ich bin nicht ausgebildeter Anti-Aggressivitätstrainer. Mit dem habe ich mehrere AATs durchgeführt und bin in vielen verschiedenen Brennpunkten reingekommen, also ganz, ganz viel. Ich mache das jetzt seit genau 13 Jahren. Vorher hatte ich eine Kampfsportschule. Ich habe 1978 mit 16 Jahren angefangen, Taekwondo, Kung Fu zu machen. Dann habe ich das erweitert auf Kendo, Jaido, also Kendo und Jaido mitgemacht. Schwertkampf war das, ist das. Und habe eine Schule aufgemacht in Herford. Habe sogar mal eine Woche in Bielefeld gewohnt. Da war ich aber 19, habe da mit meinem Kumpel geschlafen. Das war dann Wohnen. Da war eine ziemlich harte Zeit für mich, eine ziemlich wirre Zeit. Ja, habe dann in Herford eine Kampfsportschule gehabt. 87 angefangen, 2010 aufgehört, weil ich halt eben den Kindern nicht mehr beibringen kann, das tue ich auch heute nicht mehr, zu kämpfen, weil ich finde, kämpfen ist völlig überflüssig, weil wir Möglichkeiten haben, uns anders Lebensqualität zu garantieren und zu sichern. Aber das will ich heute gar nicht zum Thema machen, dazu sollte man meine Bücher gelesen haben, die muss man gar nicht kaufen, ich will nicht, dass ihr sie kauft, die sind umsonst im Internet, als Hörbücher vorhanden, ihr könnt sie euch anhören im Internet. Also ich will hier keine Werbung machen, das wird oft erzählt, Rüdiger, du willst nur ein Buch verkaufen. Nein, ich will, dass ihr es nicht kauft, ich will, dass ihr euch die CD brennt und es dann im Auto oder sonst wo anhört. Thema heute, das Thema heute wird sein, intellektuelle Selbstverteidigung. Der Begriff der intellektuellen Selbstverteidigung habe ich kennengelernt von Noam Chomsky. Ich weiß nicht, ob er das begründet hat, aber der hat damals dieser Begriff und dieses Buch, es gibt das Buch, das hat er aber selbst nicht geschrieben, intellektuelle Selbstverteidigung, das hat bei mir einen Flash ausgelöst. Warum? Weil ich Kampfsportler bin. Also im Grunde meines Herzens bin ich auch heute noch Kampfsportler. Das Nichtkampfprinzip ist ein originäres Prinzip aller Kampfsportsysteme. In Wirklichkeit vernichte die Faust, das Schwert, die Wut, die dich zum Kämpfen antreibt. Das ist eigentlich die Ausbildung eines Kampfkünstlers. Ja, es gibt ganz viele, ganz große, die das auch gemacht haben. Auch vor mehreren hunderten Jahren gibt es vor allem Samurais, die dann irgendwann das nicht mehr gemacht haben, große Bücher geschrieben haben. Ursprung hat das Ganze im Taoismus, aber auch im Christentum, im Judentum, im Islam gibt es das auch. Der Dschihad ist zum Beispiel der Kampf gegen sich selbst und nicht der Kampf, den Islam nach vorne zu bringen und alle abzumetzeln. Das ist nämlich eigentlich Nichtkampf, ist damit gemeint, aber man kann das auch anders interpretieren. Das ist das Problem beim Islam. Die haben keinen Papst, keine Bischöfe, die sagen, bababam. Ja, das haben die nicht. Und deswegen kann man das auslegen, wie man möchte. Und das ist ein Problem für die gläubigen Moslems auf der ganzen Welt, die dann im Grunde verheizt werden, ne? In den falschen Weg vielleicht geführt werden. So. Mein Thema wird heute sein intellektuelle Selbstverteidigung. Wir haben in der Friedensbewegung, in der Friedensmahnwachenbewegung, aber auch in der großen Friedensbewegung heute eine ganz, ganz komische Situation. Eine Situation, wie wir sie in den 80er Jahren gar nicht gehabt haben. Wir haben heute ganz große Teile der Bevölkerung, die unglaublich indoktriniert, manipuliert werden und es nicht wissen, es einfach nicht verstehen. Ja? Und die Friedensbewegung von Lars Meerholz ist auch aus dieser Bewegung herausgestanden, aus der Bewegung nämlich, dass die Medien uns nicht im Grunde genommen belügen. Also ich würde nicht sagen, das ist eine komplette Lügenpresse, weil die sagen auch die Wahrheit, die verirren das eher. Das ist die PR-Abteilung der NATO, das ist eher der Fall. Ja? Es gibt ja, wie Daniele Ganser gesagt hat, gibt es ja die Stay-Behind-Armeen, also Gladio. Und ich sage, es gibt die Stay-Behind-Oligarchen. Es sind die Stay-Behind-Oligarchen, die dieses System, also das westliche System, komplett korrumpiert haben und komplett indoktriniert haben. Die haben alles in der Hand, die haben auch die Medien in der Hand. Die haben das Militär in der Hand, die haben die Politiker in der Hand, die haben die Bildungssysteme in der Hand, die haben alles in der Hand. Jetzt kann man natürlich sagen, Rüdiger, das ist ja, weil viele denken das da draußen, die jetzt keine Ahnung haben, das ist Verschwörungstheorie. Nein, seit vorgestern nicht mehr. Wer das Interview von Pohlmann bei KenFM mit Varoufakis gesehen hat, der wird wissen, dass das jetzt Wahrheit ist. Was wir die ganze Zeit, wo uns gesagt wird, ist Verschwörungstheorie, dass es Oligarchen gibt, die lenken. Er hat das im Interview gesagt.
Er hat gesagt, es gibt eine Kommission, die ist nicht gewählt. Und von denen bekommen wir keine Protokolle, gar nichts. Und wir müssen das einfach so tun. Und keiner hat die gewählt. Er hat beim Sekretariat, Regierungssekretariat, angefragt, Dokumente haben zu wollen, inwiefern das Ganze juristisch untermauert ist. Und da kam das Sekretariat und hat gesagt, es gibt keine juristische Untermauerung. Das heißt, die gesamte Finanzpolitik der Bundesrepublik, ganz Europa, ist ein illegales Konstrukt. Ja? Das ist total illegal. Das dürfen die gar nicht machen. Aber sie müssen es machen, weil die Politiker auch merken, wie ohnmächtig sie sind, weil sie immer mehr begreifen, sind Schrippenzieher, sind Marionetten. So, und wie kann man da rauskommen als Bürger? Das ist intellektuelle Selbstverteidigung. Wie kommt man als... Wir können hinterher Fragen beantworten. Bitte nicht zwischendurch fragen. Auch nicht zwischendurch rufen. Ich möchte, dass ihr versteht, was intellektuelle Selbstverteidigung für euch vielleicht für einen Vorteil hat. Weil das Problem, was wir heute in der Friedensbewegung haben, ist nämlich die vollkommene Verwirrung. Die vollkommene Verwirrung durch Rechts- und Linksdenken. Was am Anfang gar nicht gewesen ist. Es gibt eine unglaublich große Propaganda von links und eine unglaublich große Propaganda auch von rechts, von beiden Seiten. Und das Problem ist aber, wir können das Ganze nur bewerkstelligen. Bitte zu mir gucken, guckt nicht zu ihm. Ist egal. Bitte zu mir gucken, damit ihr aufmerksam seid. Ihr müsst versuchen, rechts und links aus dem Kopf zu haben. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass ihr euren Weg macht, so wie ihr ihn haben wollt, so wie ihr ihn machen wollt. Ich bin es geworden in der Friedensbewegung, ein Gegner von geostrategischen Problemanalyseverfahren. Also es ist toll zu wissen, dass es Stay-Behind-Armeen gibt. Es ist toll zu wissen, dass der äußere Feind die NATO ist. Da brauchen wir nicht zu diskutieren, mit mir muss man da nicht diskutieren. Der äußere Feind ist die NATO. Jetzt kann man das aufsplittern und so weiter. Was die machen, ist Ressourcen von anderen Ländern klauen, den Islam zu einer Todesreligion zu erklären für uns, damit wir das alles mitmachen. Was früher der Jude war bei Hitler, das ist heute der Moslem. In der heutigen Zeit, so sehe ich das. Gut, kenne ich. Free 21. Gut, wieder aus dem Bild. Als zum Beispiel Free 21 gegründet wurde, ist ja erst ein paar Wochen her, da habe ich dann festgestellt, auch in dieser Zeitschrift gibt es nur geostrategische Theorien. Das Problem bei geostrategischen Theorien, die den Feind im Außen erklären und die, wo es auch, Hunderttausende von Stunden auf YouTube gibt, das führt zur Lähmung des Akteurs. Das führt dazu, dass der Einzelne sagt, was soll ich tun? Ich kann ja nichts machen, was soll ich tun? Gegen die Großen kann ich ja sowieso nicht anstinken. Das führt leider dazu. Auf Dauer. Auf Dauer führt das zur Depression. Auf Dauer führt das zu einer Nichthandlung, dass ich gar nichts mehr machen kann. Was soll ich denn tun? Und wenn ich nur vollgesülzt werde mit so etwas, wird das ein Riesenproblem innerhalb der Friedensbewegung. Und da drin sind wir. Und das nutzen beide Flügel aus, rechts und links. Ja? Immer wieder werden neue Bewegungen gegründet, jetzt im Plauen oder Endgame schon ein bisschen länger gegründet, die aber im Grunde genommen immer wieder die gleichen Probleme bekommen. Die werden dann abgelichtet mit irgendwelchen Rechten oder mit irgendwelchen Antideutschen und schon ist die Bewegung tot oder kaputt oder ich weiß es nicht. Das Problem wird immer das gleiche sein. Warum? Weil auch die Akteure innerhalb dieser Bewegungen nichts anderes machen, als geostrategische Theorien zu erklären. Bis hin zu irgendwelchen Chemtrails und das, das geht dann in die Richtung. Also immer, das ist das Problem, ich komme aus der psychologischen Perspektive, deswegen will ich euch das erklären. Immer wird nach außen geschaut, aber nie nach innen. Es wird nie geguckt, was mache ich denn? Was kann ich denn tun? Und mir, ganz ehrlich, ich will euch das meine ich ernst, was ich jetzt für mich sage. Ja? Ich gucke kein Fernsehen mehr, schon seit längerem nicht. Aber mir sind die NATO-Kriege, die gehen mir am Arsch vorbei. Natürlich heißt das nicht, ja, dass ich nicht traurig bin im Inneren deswegen. Aber ich lasse mich deswegen nicht lähmen. Ich gehe meinen Weg, indem ich das tue, was ich tue. Und ich würde euch bitten darum, dass ihr das auch tut. Und dazu hilft die intellektuelle Verteidigung, die intellektuelle Selbstverteidigung. Wenn ich ein intellektueller Mensch bin, das heißt, wenn ich mein Gehirn schalten kann, wenn ich mein Gehirn benutzen kann und nicht nur gebrauche für Informationseinheiten, die in meinen Kopf reinkommen, aber nicht benutze. Wir sind Gehirnbenutzer, aber wir gebrauchen unser Gehirn überhaupt nicht. Wir haben keine Anleitung, keine Gebrauchsanweisung für unser Gehirn, wie es sich in dieser Problemsituation in unserem Leben nach vorne gehen kann. Ja?
Und da ist das allererste, was ich machen muss, mich fragen, wo sind meine Konflikte? Denn die geostrategische Anhäufung der ganzen Diskussion innerhalb der Friedens- und Freiheitsbewegung ist aus psychologischer Sicht eine ersatzbefriedigende Struktur, mich selbst nicht in Bewegung zu bringen. Deswegen schaue ich mir die ganze Zeit nur diese Filme an und das fördert automatisch ein Suchtverhalten im Gehirn. Das würde jetzt ein Psychologe nicht unbedingt Suchtverhalten nennen, aber ein Suchtverhalten ist nichts anderes, als dass sich ein Nervennetzwerk im Kopf vergrößert und das wird so groß, dass es alle anderen Areale korrumpiert und immer nach Ausschau und Befriedigung dieses großen Areals nach Befütterung sucht. Das ist zum Beispiel bei Gewalttätern genauso. Deswegen spreche ich von Gewaltsucht. Das ist bei Heroinsüchtigen das Gleiche. Oder bei Drogensüchtigen, Alkoholsüchtigen, es ist das Gleiche. Oder bei Sexsucht, es ist das Gleiche. Das ist immer das gleiche Prinzip. Und das ist auch bei geostrategischer Sichtweise immer das gleiche Problem. Die Leute fangen an, immer wieder zu solche Sachen zu sehen und am Ende landen sie im strukturellen Antisemitismus oder sie landen in der Theorie, dass das Geld und der Zins und ich weiß nicht was und so weiter. Ja, und kommen dann irgendwann zur NATO-Politik und immer wieder sind das die gleichen Systeme innerhalb dieser intellektuellen Prinzipien, die sie irgendwie alle erreichen. Und dann kommt irgendwann, boom, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit dem angehäuften Wissen mit meinem Gehirn jetzt? Ich werde unruhig, was soll ich damit tun? Und das Erste, was ihr begreifen müsst, ist, nicht mehr euch mit diesen Themen zu beschäftigen. Das hört sich ganz krass an, wenn ich das jetzt sage, weil wir ja in der Friedensbewegung sind. Und die Friedensbewegung glaubt, sie müsse jetzt gucken nach Pershing-2-Raketen, nach irgendwie Atompilzen, nach brutalen Dingen und so weiter. Und ich sage euch, das führt zu gar nichts. Das führt zu gar nichts. Zu nichts. Guckt in die Vergangenheit hinein, in die ganzen Bewegungen, guckt in die Strukturen der Kriege hinein. Ich habe das alles gemacht, ich habe das alles in einem autodidaktischen Studium alles gemacht und ich nehme als Beispiel immer die napoleonischen Kriege. Ja? Da ist einer gekommen mit Herzblut, der Napoleon, und hat sich am Ende doch selbst gekrönt. Und jetzt guckt mal die einzelnen Lieder an. Die gründen eine Zeitschrift, kompakt meinetwegen. Und was machen die, wenn ich eine Zeitschrift gründe? Was ist mein Begehr? Auflage steigern. Das hört dann auf, dass ich anderes Begehr habe. Wenn ich einen Linienbus habe als mein eigenes Unternehmen, was ist mein Begehr? Viele Leute da rein, mit der Stadt reden, dass die Preise teurer werden. Und mit der Kfz-Werkstatt, dass es runtergeht. Das ist mein Begehr. Ich werde automatisch von dem System, das will ich euch sagen, in dem ich drin bin, dirigiert, ohne dass ich weiß, dass es so ist. Wenn wir irgendetwas wahrnehmen oder irgendetwas machen am Tag, dann ist unser Bewusstsein nur zu ungefähr 14% angeschaltet, zu 76% nicht. Und wenn wir das in ein metrisches Maß setzen, dann sind 14 Millimeter das bewusste Wahrnehmen von Dingen und 76 Kilometer das Unbewusste. So arbeitet unser Gehirn. Unser Gehirn nimmt Muster wahr und diese Muster gleicht es nur noch ab, die nehmen wir aber gar nicht mehr richtig wahr. Wir nehmen nur Dinge wahr, die wir zum ersten Mal, wenn du zum Beispiel zu mir nach Hause kommst, dann ist dein Bewusstsein richtig an. Weil dann siehst du dann siehst du meine Wohnung zum ersten Mal, du guckst hin, wo ist das, was ist die, siehst meine Frau, das Kind und so weiter. Das ist dann voll an. Bist du aber das 20. Mal bei mir, ist das alles nicht mehr an. Ach, die Frau, ja, und das Kind, ach ja, und so weiter. Gleich ins Wohnzimmer oder dahin und so. Und so funktioniert unser Gehirn, so funktioniert das. Und dadurch schalten wir alles andere ab. Durch diese Gewohnheit schaltet sich alles ab. Und das ist in der Friedensbewegung, in der Wahrnehmung von geostrategischen Theorien, haargenau das Gleiche. Wir nehmen gar nicht mehr wahr, dass wir uns selbst, dass wir unseren Arsch selbst hochheben müssen und selbst zum Frieden werden müssen. Das ist das Problem. Wir können nicht erwarten, das höre ich immer wieder, ja, die Merkel muss weg, ja gut, dann ist sie weg. Was soll denn danach kommen? Da kommt ja ein neuer Pappenheimer rein, neuer Funktionär. Die Sachen sind festgezurrt. Was dirigiert denn alles? Ja, das Geld. Das ist doch logisch, das Geld. Ich meine, das brauche ich keinem von euch zu erklären. Das wird nicht von politischen Parlamenten abgesegnet, was passiert. Das machen die. Die Politiker sind überflüssig. Wir haben 1000 Jahre gebraucht, das habe ich jetzt in meine Seite geschrieben, wir haben 1000 Jahre gebraucht, um die Königreiche abzuschaffen. Ich hoffe, wir brauchen keine 1000 Jahre, um die Politiker abzuschaffen. Denn die sind total überflüssig. Aber das verstehen nur ganz wenige. Das läuft doch alles von ganz alleine. Die Unternehmen wissen, wo sie ihre Sachen abnehmen müssen. Du weißt, wo du langgehen musst und das machen musst. Also du brauchst doch keinen Politiker. Ich brauche doch keinen Politiker, um hier durch Bielefeld zu gehen. Oder um hier 3 Jahre zu überleben. Brauche ich doch keinen Politiker.
Die Politiker sind nur dafür da, um ihr Geld zu finanzieren. Und sie sind nur dafür da, um quasi so eine Art Kasperletheater hinter den Kulissen für uns darstellen zu lassen. Das ist das Kasperletheater in Wirklichkeit. Und begreift das bitte. Aber ich glaube, ihr habt das schon begriffen. Was muss ich tun, um selbst zu der Veränderung zu werden, die ich von anderen immer nur erwarte? Ich erwarte von anderen eine Veränderung. Das erste Gesetz der intellektuellen Selbstverteidigung ist: höre endlich auf, einem anderen hinterherzurennen außer dir selbst. Höre auf, einen anderen Leader zu suchen, der dich in das gelobte Land führt, außer dass du es selbst bist. Du bist dein eigener Leader. Das ist das Gesetz Nummer eins. Und glaubt nie wieder etwas anderes. Und wenn ihr meint, dass das richtig ist, dann tut es und macht es und vollführt es und werdet selbst dazu und macht das endlich. Aber wir haben am Anfang in der Friedensbewegung gesagt, wir brauchen keine Leader. Das ist jetzt fast 2 Jahre her. Und was sehe ich? Die Friedensbewegung rennt einem Leader hinter dem anderen hinterher. Endgame und viele andere Dinge. Ja? Alles nur Leader getränkt. Ich sage immer Leader getränkt dazu. Die suchen alle irgendjemanden, der das Mikrofon in der Hand hält, hören dem zu, dem Rüdiger jetzt zum Beispiel nicht, aber kommen selbst nicht nach vorne und treten sich selbst in den Arsch und sagen, ich muss selber was machen. Ich muss endlich selber meinen eigenen Frieden finden und den in die Welt tragen. Das ist eigentlich alles. Es wird keinen politischen Frieden geben, weil das Finanzkapitalsystem ein auf Kampf und Mord und Totschlag aufbauendes System ist. Es ist auf äußere Rohstoffe angewiesen, nicht auf den inneren Rohstoff der genialen Menschen. Es macht die Genialität von Menschen höchstens kaputt. Wenn Kinder auf die Welt kommen, ich glaube, das kennt ihr alle, wenn du ein Kind kriegst, dann alle Kinder auf dieser Welt, egal wo die leben, egal in welchem Land, in welcher Kultur und so weiter, ja, sind zu 98% hochbegabt. 2% sind es nicht. Das heißt aber nicht, dass die 2% doof sind. Die sind halt eben am Rande der Hochbegabung entlang geschlittert und sind jetzt so klug wie ich oder du. Klüger nicht. Die sind hochbegabt. Wenn die in die Schule kommen, sind die hochbegabt. Wir haben eine Statistik gemacht. Wenn die aus der Schule rauskommen, wie viel Prozent sind es dann noch? 2%. Das ist das Gleiche, wie die NATO macht. Die machen die Ressourcen kaputt. Die Schule macht die Ressourcen, die inneren Ressourcen und Potenziale kaputt. Das ist das Prinzip Schule, was wir lernen. Ja? Und das macht die nicht ohne Grund. Wir sollen blöd bleiben. Wir sollen nicht unser eigener Leader werden. Das ist das Prinzip, was sich dahinter verbirgt. Wir sollen nicht selbst auf die Suche gehen und selbst Jesus, Gandhi, Mohammed oder sonst wer werden. Oder Buddha. Das sollen wir nicht werden. Das sind immer nur ganz außergewöhnliche Leute. Das erzählt man uns. Nah an Gott und selbst Gott und ich weiß nicht was, nicht? Jesus von der Jungfrau Maria und all die Dinge. Und das wird 2000 Jahre lang erklärt, das wird 2000 Jahre lang erzählt. Und was finden wir heraus? Der Papst hat die größte korrupte Bank, die mit der Mafia zusammenarbeitet in Italien. Und was weiß ich noch alles. Das findet ihr in allen Religionen, das ist im Buddhismus auch so. Da findet ihr Korruption ohne Ende. Es geht nur um eins: hört mir bitte zu und folgt meinen Weg. Werdet wie ich und gebt mir alles. Das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip. Sei nicht du selber. Ja. Und wenn ich dir sage, das und das ist falsch, dann befolge das. Und wenn ich dir sage, wie das bei Hitler ja in den letzten Kriegshalbjahr oder Kriegsmonaten passiert ist, da haben sogar die eigenen Kinder ihre Eltern verraten und die wurden erschossen. Und so, das kriegen die hin, die Politiker. Ich habe mich in den letzten 6 Monaten über dieses Land fürchterlich erschrocken. Ich bin so erschrocken wie nie. Ich habe nie gedacht, dass das mal so weit kommen wird, wie es heute gekommen ist in Deutschland. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe wirklich gedacht, aus Hitler haben die Deutschen gelernt. Und heute bin ich der festen Überzeugung, wenn ein neuer Hitler käme, die Fahnen wären überall. Der bräuchte heute keine Fahnen mehr. Die Fahnen wären das Smartphone. Das wären die Fahnen. Und die würden das glauben. Und ab und an würde da einer reden, der würde gar nicht mehr so viel reden, wie Hitler das getan hat, aber es wäre das Gleiche. Es ist Fakt, dass Deutschland keine Demokratie ist. Die ist keine Demokratie mehr. Warum? Varoufakis. Hört euch dieses Interview an, was er gemacht hat. Ja, guckt es euch 2-3 Mal an. Deutschland, England, Frankreich, es sind keine Demokratien mehr. Es gibt in Europa kein einziges Land, das noch eine Demokratie ist. Deswegen sollen wir auch immer weiter glauben, wir müssen Souveränität abbauen. Welche Souveränität, ne? Was die so erzählen. Ne? Also ich bin kein Nationalfreund oder so, aber es ist trotzdem Fakt, dass die das erzählen. Es ist keine Demokratie mehr, es ist eine Diktatur.
Die Angela Merkel ist keine Bundeskanzlerin. Kriegt das endlich in euren Kopf herein. Das ist nur ein Begriff. Sie ist eine Funktionärin der Oligarchen, die Europa strukturieren und neu formen wollen. Und die Jugend und die Kinder in eine Willfährigkeit zu einem Krieg hinbringen gegen alle islamischen Länder, die es so gibt. Weil die haben ja das Öl. Die haben viele Rohstoffe. Über Afrika redet ja keiner. Und das ist das Problem. Früher gab es gibt viele Länder, im Islam gibt es und gab es, und auch im Christentum gab es viele, viele Zeiten, wo beide miteinander gelebt haben. Die haben Partys zusammen gemacht, Hochzeiten zusammen gefeiert. Ja, das hat es alles gegeben. Heute ist das alles aus den Köpfen weg, der Moslem ist irgendwie ganz schlimm und so weiter. Ja. Und das Gleiche erleben wir mit irgendwelchen Leuten, die die Wahrheit sagen. Das sind dann irgendwelche Neurechten, irgendwelche Spinner, die werden verbal vogelfrei gemacht. Ja. Wenn ihr euch in die intellektuelle Selbstverteidigung begebt, müsst ihr euch A fragen, welche Problemstruktur hat mich eigentlich dahin geführt, dass ich so gelähmt bin. Das ist das Allererste. Wenn ein Psychologe einen Klient bekommt, dann ist seine Aufgabe nur eine einzige in der Praxispsychologie. Und ich glaube, das ist bei allen anderen Therapeuten ähnlich. Also bei mir ist es auch genauso. Bringen die Leute wieder in die Eigenkontrolle, in die eigenverantwortliche Selbstkontrolle. Die sollen sich selbst kontrollieren. Das Problem ist aber, dass die psychologischen Strukturen von der Krankenkasse so geframed sind, dass der das gar nicht macht. Das wollen die gar nicht. Das System will es gar nicht. Das Gleiche ist beim Arzt. Der Arzt verdient ja nicht an der Gesundheit. Das könnte er so machen, dann wäre es gesund. Die verdienen ja an der Krankheit. Und das Gleiche ist mit den Informationskapitalstrukturen. Die wollen euch doch nicht erklären, die wollen euch doch nicht zum Doktortitel bringen. Der Spiegel, der Stern und so weiter. Die wollen doch nicht, dass ihr einen Doktortitel kriegt auf Eigeninitiative, dass ihr selbst euch auf den Weg macht und begreift, ich brauche gar keinen Doktor, ich brauche keine Professur, ich brauche kein Diplom, ich kann das alles selber machen. Also ich bin der lebende Beweis, dass es so ist. Ich habe kein Diplom. Ich habe nur Kampfsporturkunden. Also die habe ich. Aber für alles andere habe ich kein Diplom, nichts. Ich bilde heute Therapeuten aus. Ja? Ich habe eine eigene Praxis, die ist voll. Die ist voll. Es gibt Leute, die Gewaltstraftäter sowieso in Kreis Hameln, die kommen dann zu mir und so, nicht? Auch von richterlicher Weisung kommen die zu mir. Auch von den Jugendämtern schicken die zu mir. Die wissen, dass ich kein gelernter Psychologe bin. Das wissen die alle, weil ich das immer erzähle. Ich will nicht, dass die irgendwie denken, ich bin jetzt ein Psychologe, weil viele denken das auch im Internet. Ich bin ein Psychologe. Nein, ich bin kein Psychotherapeut, gar nichts. Ich bin Rüdiger Lenz, Kampfsportler, und ich habe mir das alles selber angeeignet. Und jeder von euch kann sich irgendwas aneignen. Jeder von euch hat Talente und Potenziale ohne Ende. Ihr wart alle mal genau wie ich. Ich gehörte mal zu den 98% Hochbegabten. Und irgendwann habe ich das irgendwann mal für mich wieder selber entdeckt und habe das dann gemacht. Und bin selber auf diesen Weg gegangen. Zu diesem Weg auch hingegangen und was selber gemacht. Natürlich ist das kein leichter Weg gewesen. Ja, der war nicht schwer deswegen, weil ich viel gelernt habe. Der war schwer, weil alle gesagt haben, kannst du nicht, schaffst du nicht, ach, was bist du denn für einer, Spinner, ach, das geht ja gar nicht und so weiter. Das war mein Leben lang, habe ich das so erlebt, bis ich dann plong mein erstes Buch geschrieben habe. Ja, das habe ich schon immer geglaubt bei dir, Rüdiger. Nein, hast du nicht. Du warst immer davon überzeugt, dass es nichts bringt. Und so war das eigentlich immer. Also lasst euch nicht von diesen Unkenrufen der anderen daran wegbringen, dass ihr etwas ganz Wertvolles in eurem Kopf habt. Und dass ihr wirklich eure Potenziale findet. Und dass ihr auf den Weg gehen könnt. Und dass ihr etwas schaffen könnt, was die ganz großen Vorbilder, die ihr im Kopf habt, vielleicht Gandhi oder solche Leute, das könnt ihr alles auch, das kann jeder. Nur es wird vom System nicht zugelassen. Gandhi wurde niemals nominiert für den Friedensnobelpreis. Hitler, Mussolini und Stalin wurden nominiert für den Friedensnobelpreis. Obama wurde ja nicht nur nominiert, der hat ihn ja gekriegt. Und du hast ihn ja auch gekriegt. Die Europäische Union hat ihn ja gekriegt. Also ich auch, bin Friedensnobelpreisträger. Ja, fühlt sich nur nicht so an, ne? Also Friedhofsnobelpreis, nicht? Der hat es wirklich. Den braucht keiner mehr kriegen. Also da ist keiner mehr. Also ich wäre da nicht mehr stolz drauf. Würde den wahrscheinlich auch ablehnen. Ne? Wenn ihr euch in die intellektuelle Selbstverteidigung begebt, dann dürft ihr euch von rechts und links, jetzt meine ich nicht politisch rechts, links, sondern von rechten und linken Straßenrand, von den Leuten, die sagen, schaffst du nicht, kannst du nicht, haben schon andere probiert, du fällst auf die Fresse, geht nicht, du musst doch machen, was das System will. Hört nicht hin, macht das Gleiche wie Rüdiger Lenz. Hört nicht hin und glaubt an euch und macht es selber und zieht es durch. Das kann wirklich jeder.
Ich bin leider der Einzige in der Friedensbewegung, der aus der psychologischen Sichtweise solche Dinge erklärt. Ich bin auch irgendwie am Anfang sehr erschrocken gewesen, warum jetzt keine Psychologen in die Friedensbewegung reinkommen oder Soziologen oder Sozialpsychologen und so weiter, die das ja viel besser drauf haben und das vielleicht auch besser erklären können. Aber die sind alle nicht gekommen. Ich war ein Dreivierteljahr in der Friedensbewegung, bis ich gemerkt habe, warum. Am Anfang, meine allererste Rede, die ich gehalten habe in Berlin, war ein Riesensturm. Das war eine Riesenwelle. Leute haben gesagt, boah, was ist denn das für einer, der Rüdiger? Boah, das ist ja der Hammer. Und dann habe ich die Reden gehalten über verändere dich selbst und mach das, was du in der Welt willst, werde es selbst. Die Zahlen gingen runter. Heute kriegen meine Videos, wenn ich Glück habe, 2000 Klicks, weil ich immer nur erzähle, ändere dich selbst. Das wollen die Leute nicht hören. Wilhelm Reich hat mit Sutherland Nell, Sutherland Nell war einer der antiautoritären, ganz großen Pädagogen, war befreundet mit Wilhelm Reich. Wilhelm Reich war ein ganz großer Psychologe nach meinem Dafürhalten. Und der hat gesagt, wir haben einen Briefwechsel gehabt und der Wilhelm Reich hat auch immer gesagt, die Leute müssen sich selber ändern. Nicht Stalin, nicht Hitler, nicht Mussolini, sondern sie müssen endlich begreifen, dass sie selbst sich verändern müssen und die Veränderung nicht von anderen da oben haben wollen. Sie müssen das endlich begreifen. Aber diese Sichtweise ist sehr unpopulär und sie wird mich zu also ziemlich schlimmen Sachen führen. Und er wurde ja damals vom CIA, das weiß man heute, in Knast geführt in Amerika und wurde dort wahrscheinlich umgebracht. Wurde getötet. Weil das, was ich sage, ist halt eben eine schwierige Theorie fürs System. Weil wenn du das tust, jeder, der das tut, was ich getan habe und immer noch mache, der hört auf, an die Herrschaft zu glauben. Für mich, ich sage immer, ich habe das schon seit Jahren, sage ich, das kann jeder selber machen, ja? Das ist eine Meinungsfreiheit jetzt. Ich wähle keinen Politiker, weil ich mich jeden Tag selber wähle. Ich wähle mich jeden Tag selber. Warum soll ich dann Politiker wählen? Klar, ich bin in dem System drinne. Ich akzeptiere das natürlich nicht. Es ist mir auch egal, ob ich in dem System drinne bin. Ich mache aber meine eigene Welt. Ich baue mir meine eigene Welt, wie sie mir gefällt. Pippi Langstrumpf. Da waren wir doch alle drinne. Das fanden wir alle super. Und so ein Mädchen als Tochter wird doch jeden Vater zum Wahnsinn bringen. Aber jedes Kind wäre das die beste Freundin. Ne? Und so sind Kinder ja wirklich. Und das machen wir kaputt. Wir machen Kinder kaputt. Das könnt ihr ja bei Arno Groen lesen. Das habe ich auch schon oft genug gesagt. Ein großes Problem, ein ganz großes Problem, Strukturen in der Friedensbewegung für sich zu ergreifen, ja, ist das Problem von rechts und links. Das rechte, politisch rechte Lager und das linke, politisch linke Lager. Das ist ein Riesenproblem in der Friedensbewegung geworden. Und das ist auch ganz einfach, warum? Weil der Begriff Frieden ist eigentlich ein Begriff, den haben die Linken für sich okkupiert. Die ganzen Bewegungen, die es früher gegeben hat, die so in den Frieden führen sollten, einzige Ausnahme war vielleicht mal Napoleon, obwohl Napoleon von links nach rechts gekurbelt ist. Er war ja extrem ultrarechts hinterher, also er hat eine Diktatur eingeführt. Aber er kam aus links, aus der linken Ecke kam er und ist dann ein ultrarechter Kaiser geworden. Nicht? Nicht lange, aber ist es geworden. So hat er sich gedreht. So. Das ist die einzige Ausnahme. Aber all die Kriege, die Europa zerfetzt haben, vor allem als das moderne Zeitalter letzten Jahrhundert, Anfang letzten Jahrhundert, Ende vorletzten Jahrhundert angefangen hat, ja, da fing auch das Denken in solchen Kategorien an, links und rechts. Aber nicht im Sinne von links ist progressiv und rechts ist konservativ, sondern im Sinne von ich bin jetzt der Reichskanzler oder irgendwas und da sitzen die Linken, der linke Flügel, der rechte Flügel. Das war nur ein Begriff. Das war nichts irgendwie, wo die sagten, das ist jetzt ein linker, progressiver Typ, ein SPDler oder ein Sozialist. Das hat sich alles erst entwickelt. Entwickelt nach den Kriegen. Und dann haben die Linken sich diese ganzen Dinge, weil die Rechten immer nur zu diesen Kriegen geführt haben, weil das war auch eine ganz andere Gesellschaft, das muss man geschichtlich oder historisch ganz anders verstehen, als man das heute verstehen kann. Ne? Heute gibt es viel mehr konservative Kräfte, die den Frieden wollen. Willy Wimmer ist für diese Bewegung ein ganz großer Begriff. Früher, ich war zum Beispiel auch, ich war 16 Jahre alt, als Helmut Kohl, nee, 18 Jahre, als Helmut Kohl an die Macht kam. Helmut Kohl fand ich grauenhaft. Ich war total gegen Helmut Kohl. Nicht? Aber seitdem ich die Geschichten von Willy Wimmer gehört habe, die nie in die Öffentlichkeit kamen über Helmut Kohl, denke ich, der war zwar doof, aber so schlecht war er nicht. Der hätte nie einen Krieg gemacht. Das war einfach Fakt. Das hätte aber Helmut Schmidt auch nicht gemacht.
Das war die Generation, die noch im Krieg groß geworden ist, also die den Krieg erlebt haben. Und die wollten keinen Krieg mehr. Und jetzt haben wir Leute an der Macht, die nur noch ans Geld denken da oben und die wollen, den Krieg halt eben haben. Die Linken haben das für sich okkupiert und sie können den Frieden nicht abgeben. Das ist wie ein chirurgischer Griff, das ist wie ein, die müssen die Linken, aber die Rechten auch. Die Rechten brauchen das auf eine andere Weise. Die Linken brauchen eine Gesellschaft, also die linke Gesellschaft in Europa oder in Deutschland, speziell in Deutschland, braucht eine Massentherapie. Sonst wird sie nicht davon loskommen. Sonst wird sie im Kampf und im Kampfeseifer gegen das vermeintlich Rechte immer nur ankämpfen und in ihren Extremen größer werden und in ihrer Mitte kleiner. Weil die Rechtfertigung des Linken, das sagen viele große Linke, die Rechtfertigung, mich links zu outen, geht nur, indem ich sage, da hinten ist das böse Rechte. Die können sich ohne Rechts nicht definieren. Da gibt es also Leute in den Medien, Linke, die Linken besitzen, die das öffentlich gesagt haben. Und das nicht einmal von einem, sondern mehrfach. Sie brauchen den Feind im rechten Lager, das ist das Problem. Und deswegen führt das immer zum Kampf bei denen. Die Rechten sind da, also die rechtsgelagerten Menschen, die Konservativen, die sind heute aus einer ganz anderen Struktur herausgewachsen und sind konservativ. Die haben mit diesem Faschismus von Hitler ganz, ganz wenig zu tun. So wenig zu tun wie die wirklichen Linken mit den Antideutschen. Die Antideutschen sind für die Linken nicht links. Genau wie für die Rechten, die Rechtsradikalen nicht rechts sind. Die wollen die gar nicht, aber darauf wird gar nicht gehört. Und die Linken posaunen ganz groß, sobald einer irgendeinen rechten Satz gesagt hat, dann ist er sofort für die ein Neurechter. Und das ist ein Riesenproblem in der Friedensbewegung gewesen, was die Friedensbewegung auseinanderkatapultiert hat, kaputt gemacht hat. Und das nutzen aber die großen Medien heute aus, um die Gesellschaft zu zerstören. Um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu zerstören, nutzen die großen Medienanstalten das aus. Die machen das weiter. Das ist eine ganz große Doktrin in den Medien geworden, dass sie das wirklich weitermachen. Und das habt ihr auch alle schon gemerkt. Und die Frage ist, wie findet die Bürgergesellschaft, wie findet die wieder zueinander? Wie kann es dazu kommen, dass sich die Linken und die Rechten die Hände reichen? Weil das Problem, was wir heute haben, lösen nicht die Linken und lösen auch nicht die Rechten, das löst auch nicht die Mitte. Das löst nur dieses ganze Land mit seiner gesamten Bevölkerung. Mit allem Potenzial, sonst geht's nicht. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht gehen, weil die Oligarchen, die habt Positionen von Ken, das zweite, das habt ihr vielleicht gesehen. Da hat der eine Mann, wo, jetzt kann ich den Namen nicht sagen, den Ken Jebsen Robert Redford nennt, der Robert Redford, der gut aussehende Mann dort, der mit der IWF das Ganze gemacht hat, der hat gesagt, und der hat Statistiken, also der hat Beweise dafür, die Oligarchen besitzen über 1000 Billionen Euro. Uns wird in der Zeitung erzählt, Bill Gates ist der reichste Mann der Welt. Von den Reichsten ist er die ärmste Bettelmaus. Bill Gates ist die ärmste Bettelmaus von den Reichsten. Das ist nur für uns, für euch. Damit ihr glaubt, Bill Gates sei der Reichste. Das ist ein Versteck. Wir nennen das in der Biologie Mimikry. Ein Mimikry-Verhalten. Und unsere Verhaltensstruktur hat sich symbiotisch an diese Theorie angepasst. Das ist ein Teufelskreislauf. Und das erzeugt kognitive Dissonanz. Weil mein Weltbild in Frage gestellt wird. Die laufen ja alle vorbei, die Leute. Das ist der Grund, warum die vorbeilaufen. Weil ihr Weltbild, wenn sie das wüssten, würde ja in Irritation geraten. Und ihr Weltbild würde wanken. Und das Weltbild betrifft natürlich auch meinen Sohn zum Beispiel. Wo ich dann sagen würde, wie, den habe ich aus dem Gymnasium geschickt, hätte ich gar nicht machen brauchen. Gerald Hüther sagt, 98% hochbegabt. Ich brauche die Schule gar nicht. Ich bin ja Schulabgänger. Ich bin zweimal sitzen geblieben. 6. Schuljahr wiederholt, 9. Schuljahr habe ich sitzen geblieben. Ich habe im 8. Schuljahr die Hälfte nur geschwänzt. 5 und 6. auf dem Zeugnis. Und das 9. Schuljahr nur geschwänzt. Da habe ich nur nicht erteilt am Unterricht gekriegt. Ne? Ja, das hat mich zwar am Anfang ein bisschen gejuckt. Ich habe das dann nachgeholt, die Hauptschule. Ich bin Hauptschüler, mehr nicht. Warum bist du nicht Politiker geworden? Nee, das ist auf gar keinen Fall. Dann müsste ich mich selbst verraten. Das habe ich halt geschwänzt, ich habe das nachgeholt. Aber dass ich das nachgeholt habe, das hat mir in meinem ganzen Leben nie was gebracht. Weil das, was ich machen wollte, das hat nie dazu geführt, dass ich dazu ein Zeugnis brauchte. Für eine Kampfsportschule brauchst du nur eins, einen Gewerbeschein. Da brauchst du keine Ausbildung für. Gewerbeschein. Und du musst natürlich wissen, dass du gut bist. Weil sonst kommen die Leute nicht zu dir. Also du musst schon ein bisschen was drauf haben, sonst geht's nicht. Ne?
Und da musst du durchhalten, weitermachen und so weiter. Du musst das dann für die Leute und so weiter. Egal, was man macht, wenn man es ohne Schein macht, man muss schon gut sein. Das heißt, man muss, und das gehört auch zur intellektuellen Selbstverteidigung, man muss seine Hausaufgaben gemacht haben. Bevor man irgendetwas erwartet von sich selbst, muss man genau wissen, dass man das Potenzial und die Ressourcen dazu hat. Das muss man wissen. Das heißt, man muss sich mit Leuten, die gut sind darin, was man machen möchte, mit denen muss man sich treffen können. Und die gibt es, die sich treffen wollen. Aber die treffen sich, die guten Leute treffen sich nur mit Leuten, wo die auch wissen wollen, du willst vielleicht wirklich was machen, ich erkenne das sofort, ja, komm mit. Dann machen die das. Aber wenn die merken, der will eigentlich gar nicht, der wurde geschickt von Mama und Papa. Ich habe zum Beispiel in der Kampfsportschule einen Vater gehabt, der hat gesagt, machen Sie aus meinem Sohn mal einen Mann. Da habe ich dann gemerkt, Mensch, das geht sowieso nicht, das schaffe ich ja gar nicht. Wie soll ich das hinkriegen, wenn Papa das nicht hinkriegt? Ich meine, heute weiß ich das ja komplett, dass das nicht so geht. Ne? Aber viele Leute denken immer, dass der Mensch ist ein Mechanismus, eine Uhr, ein Uhrwerk, ein mechanisches Werk oder sowas. Man kann das einstellen. Nein, kann man nicht. Man kann nicht sagen, ich kann nicht aus dir was machen, was nicht schon in dir steckt. Das geht nicht, das kann ich nicht. Kein Lehrer in der Schule kann den Kindern etwas beibringen, was nicht in den Kindern schon steckt. Deswegen kriegen die Kinder eine 5. Aber da steht vielleicht was ganz anderes richtig drin. Ihr kennt ja alles dieses Bild, da sitzt einer auf einer Bank, das ist eine Schwarz-Weiß-Zeichnung, auf einer Bank mit einem Zettel und da ist eine Giraffe, ein Gorilla, ein Nashorn, ein Zebra und dann sagt der, wie so ein Lehrer, jetzt klettert alle auf den Baum, ihr kriegt eine Note dafür. Da wird natürlich der Schimpanse eine 1 kriegen und alle anderen eine 5 oder eine 6. Und so bilden wir Kinder aus. Wir bilden Kinder in Physik, in Mathe und was ich noch alles. Die wollen das vielleicht alle gar nicht. Das von meiner Nichte, die Kleinen, die sind genau in dem richtig gut, was in der Schule gar nicht erwartet wird. Nähen, stricken und so weiter. Die machen sich ihre eigenen Handtaschen, sind 10, 11 Jahre alt. Machen ihre eigenen Jacken, stricken die schon richtig super Sachen, machen die sportlich, 1A, die sind richtig gut drauf. Das wird in der Schule gar nicht abgefragt, weil Sportunterricht immer ausfällt. Und wenn die im Wald sind, das Rumbasteln. Und das sind genau die Dinge, wo Manfred Spritzer sagt, diese drei Dinge gehören als Hauptfächer in die Schule. Nichts anderes, weil genau die drei Dinge das Gehirn von Menschen total bilden. Bei Männern wäre das jetzt nicht Häkeln, da wäre das aber Maschinenbau, Technik und so weiter. Also Handwerken so. Das sollte man mit vielen Männern machen. So, dann entwickeln die sich sowieso. Und der Lehrer sollte nicht mehr Lehrer sein, sondern Mentor. Oder mathetisch die Leute ausbilden. Im Sinne von, das, was du drauf hast, das bringe ich dir bei. Das bringen wir zusammen. Das schaffen wir. Und wenn du sagst, du hast heute keinen Bock zu Physik, du hast lieber dazu, ja, dann machen wir das. Natürlich machen wir das. Was ist das Problem? Ne? Oder wenn du das und das, was du früher 2 Jahre vielleicht gerne gemacht hast, jetzt nicht mehr machst, weil du hast das Ende der Entwicklung auch erreicht, warum sollst du das weitermachen? Was Neues? Sowas bräuchten wir eigentlich. Das sagt die ganze Hirnforschung. So ist unser Gehirn strukturiert. Unser Gehirn ist unangepasst für die Schule. Dabei können nur Vollidioten rauskommen. Kümmerversionen dessen, was aus ihnen hätte wären können, wenn man keinen Pädagoge an sie herangelassen hätte. Und die Pädagogen können gar nichts dafür, die sind ja ausgebildet dafür. Es sind nicht die Menschen, die Scheiße bauen, sondern die Systeme, die Strukturen. Es ist die strukturelle Gewalt, die uns alle daran hindert, das werden zu können, was wir werden könnten, wenn man uns mal selber ließe. Und wenn wir Leute hätten, die sagen würden, ich führe dich nur, den Rest machst du selbst. Wer von euch hat Kinder? Macht mal Hand hoch. Diejenigen, du hast Kinder. Ist selbst noch ein Kind. Jeder, der Kinder hat, der die ersten 3 Jahre ohne Kindergarten, kommen ja nicht in den Kindergarten, der die ersten 3 Jahre diese Kinder hat, der merkt, dass die selber einen Blick haben für die Dinge, die sie interessieren. Und dann machen und anpacken. Und je älter die werden, desto intensiver wird das. Und dann kommen die in die Schule. Das dauert ein halbes Jahr. Zum Beispiel die Kleine von meiner Nichte, die Tochter, die ältere Tochter, die ist jetzt auf Gymnasium gekommen. Die hatte in der Grundschule riesen Bock auf Schule. Ich habe fast jeden zweiten Tag morgens um 7 Stress mit ihr, die in die Schule zu schicken. Oft hat sie Bauchschmerzen, sie will nicht mehr in die Schule. Sie hat keinen Bock mehr. Der Grund ist nicht, weil sie nicht lernen will, sondern der Grund ist, weil der Druck viel zu hoch ist. Der Druck ist riesengroß. Ne? Und das ist ein Problem. Druck erzeugt Aggressivität. Aggressivität erzeugt Stress. Stress erzeugt Hormone, die Nervennetze zerstören. Das Schlimmste, was man mit Menschen machen kann, ist, sie in Stress zu setzen, wenn man sie in Bildungssysteme schickt. Dann dürft ihr keinen Stress haben. Dann müssen sie einen Flow erleben, wo sie richtig merken, wow, das geht hier geil ab, das mache ich jetzt und so weiter. Das muss man erleben. Und das müsste eigentlich Ziel von Schule sein. Dann wäre Schule auch gut.
Man kann Kindern im halben Jahr beibringen, rechnen und schreiben und lesen. Im halben Jahr, in 6 Monaten. In 6 Monaten kann man ihnen das beibringen. Unsere Schule sagt, die Kinder brauchen dafür 8 Jahre oder so. Unser Gehirn ist aber dafür in der Lage, das ganz schnell hinzukriegen. Ne? Ich hoffe, ihr macht euch wirklich selbst auf den Weg. Auch wenn das am Anfang schwierig ist. Am Anfang ist das schwierig, weil ich zum ersten Mal mich selbst überwinden muss. Weil ich mir zum ersten Mal ernsthaft die Frage stelle, was ist meine Mission auf diesem Planeten? Warum hat Gott oder die Natur mich hier hingeschickt? Was ist meine Mission? Was ist das, was ich erfülle? Was muss ich erfüllen? Seht das meinetwegen esoterisch, bis ich das Nächste dran bin oder was auch immer. Das könnt ihr sehen, wie ihr wollt, ist egal. Wichtig ist, ich habe irgendeinen Auftrag, irgendwas ist meine Mission. Und das möchte ich erreichen, das möchte ich machen, das möchte ich tun. Ne? Natürlich bekommt man ab und zu, so wie eben gerade so, sobald einer nur den Satz hört, was ist da eure Mission, dann sagt